So, einen schönen guten Abend. Wahrscheinlich kommen wegen des schlechten Wetters noch Leute zu uns, die Obdach suchen oder die vielleicht den Vortrag hören wollen und sich unter den Vordächern voranpirschen. Herzlich willkommen zur heutigen Sitzung unserer Vortragsreihe Shift Restore Escape. Wir haben heute hier bei uns als Gast Volker Mohr, kommt aus Moers, hat einen weiten Weg gefahren, ist jetzt aber schon etwas länger hier in Berlin, also 2 Tage, und hat sich die Stadt teilweise angeschaut, wie mir eben gerade schon berichtet hat. Ich lasse den Referenten hier dann ja auch noch eine kleine Führung angedeihen. Das heißt, wir waren dann auch schon im Signallabor im Medienarchäologischen Fundus heute. Dabei hat sich Volker als ein Kenner von Fernsehgeräten, insbesondere von, von mechanischen Fernsehern erwiesen. Mal gucken, ob Wolfgang Ernst heute Abend auch noch kommt. Den dürfte das sehr interessieren, das Thema. Aber deswegen ist Volker gar nicht hier, sondern er hat uns Hardware mitgebracht, die wir hier vorne auf den Tischen sehen. Es geht heute insbesondere um das Betriebssystem RISC OS, aber eben nicht um die Software, sondern um die Hardware, auf der es denn implementiert ist. Und dafür haben wir hier ein ganz prominentes, heute, ja, richtig kriegen wir ein warmes Semmeln verkauftes eine Plattform, nämlich den Raspberry Pi, der hier gleich zweimal ist, einmal als Grundplatine und einmal verbaut in einem Laptop. Kann man den so nennen? Nein, das ist kein Laptop, das ist ein Tabletop. Ja. Ne? Tabletop, okay. Aber eben daneben auf der Titelbord auch nochmal. Und darüber wird uns Volker Mohr heute Abend berichten. Er ist selbst, hat er beruflich nur wenig mit Computern zu tun, wie in unserer Broschüre steht, sogar nur am Rande, aber ist seit 1983 mit Computern beschäftigt. 83, da gehen natürlich sofort die Glocken bei ihm los, C64. Aber eben auch, wie ich gehört habe, Color Genie bzw. TRS-80-kompatibler, Coco-kompatibler Computer waren seine ersten Plattformen, auf denen er gearbeitet hat. Hat dann 1999 an der ersten Classic Computing mitgearbeitet. Das sage ich deswegen, weil die 10. Classic Computing, nämlich in diesem Jahr hier in unserem, hier ist es ja nicht die 10., sondern das 10. Vereinsjubiläum. Das 10-jährige Vereinsjubiläum findet nämlich dieses Jahr bei uns im Haus statt. Ich habe den Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V., bei dem Volker auch Mitglied ist, eingeladen. Und wir veranstalten in der gesamten unteren Etage des Bergermann-Palais am 22. und 23. September hier die Classic Computing, also 550 Quadratmeter laufende alte Hardware mit Bastelworkshop und so weiter und so fort. Es gibt auch kleine Music Acts, die wir jetzt schon geplant haben. Er hat die erste Classic Computing mit ausgerichtet, hat sich dann bei 16-Bit auf Amiga spezialisiert. Ich nehme an, den Amiga kriegen wir dann auch auf der Classic Computing zu sehen. Und hat auch ein Buch über den Amiga geschrieben. Das ist noch erhältlich. Ja, das ist noch erhältlich. Eine Computerlegende, 2010 veröffentlicht. Oder? Nein, doch. Kann hinkommen. Ungefähr hin, ja. Also das ist noch erhältlich. Aber wir kriegen es, wie gesagt, heute mit nicht mal 16, sondern es ist ein 32-Bit-System. Ja. Mit einem 32-Bit-RISC-System zu tun. Da will ich jetzt auch gar nicht viel länger darüber erzählen, weil ich mich auch gar nicht so gut auskenne wie du, sondern gebe dir gleich das Wort und bin gespannt auf deinen Vortrag. Ja, danke schön, Stefan, für die Einladung. Also ich fange mal noch tiefer in der Geschichte an. Fängt eigentlich an mit der Gründung der Firma Acorn 1979, 8-Bit. Weil das ist alles entscheidend, wie es überhaupt zu dieser Architektur gekommen ist, die heute unser Leben hier prägt. ARM-Architektur hat jeder wahrscheinlich in der Tasche, sein Smartphone. Und deswegen müssen wir mal ganz weit ausholen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also, fangen wir an mit Acorn. Die Geschichte von Acorn, die beginnt mit Clive Sinclair. Ja, das ist der Clive Sinclair, den jeder kennt von diesen Sinclair-Computern, überhaupt nicht Acorn. Und er hatte früher eine Firma Sinclair Radionics. Die waren in Großbritannien bekannte Hersteller von Miniaturradios, Digitalen und Taschenrechnern. Und Mitte der 70er Jahre war man bei Sinclair unter anderem mit der Entwicklung eines Mini-Fernsehers und als Elektroautos beschäftigt, also gar nicht mit Computern. Um die Entwicklung zu finanzieren, benötigte Sinclair Geld. Dieses kam vom National Enterprise Board, NEB, einer staatlichen Firma, die zur Wirtschaftsförderung ins Leben gerufen wurde. Seit 1976 gehörten 43% von Sinclair bereits zur NEB, weil das nicht vorwärts kam mit der Entwicklung. Und Clive Sinclair suchte nach anderen Möglichkeiten, wie er über die abzusehende Pleite dann fortkommt. Dazu gründete er eine neue Firma, Science of Cambridge, in Cambridge selber. Chef dieser Firma wurde Chris Curry, ein langjähriges Mitarbeiter der Firma Sinclair, und der hatte dort freie Hand, was Neues zu entwickeln. Im Juni 1978 entwickelte Science of Cambridge einen Ein-Platinen-Computer, den man auch auf den Markt brachte. Clive Sinclair wollte von diesem Computer nichts wissen. Sinclair war der Meinung, dass Computer ein sinnloses Spielzeug ohne Zukunft sind, während Curry das Potenzial mit dem Markt für Heimcomputer schon klar erkannte.
Es kam zu einem großen Streit zwischen Curry und Sinclair und ein guter Freund von Curry, Hermann Hauser aus Österreich, der damals als Professor Mathematik an der Universität in Cambridge war, hat ihn überredet, mit ihm zusammen eine eigene Firma zu gründen. Und diese Firma nannte sich dann CPU, Cambridge Processor Unit Limited. Ja, und das sind die beiden hier, Hermann Hauser und Chris Curry. Also links ist Hermann Hauser, rechts Chris Curry. Der erste Auftrag war ein Steuercomputer für Geldspielautomaten, kommerzieller Auftrag. Dieser basierte auf dem National Semiconductor SC-MP-Prozessor, den heute keine Sau mehr kennt. Später basierend auf dem bekannten 6502 von MOS Technologies, den man aus Apple II oder dem Commodore-Computern erkennt. Mit dem verdienten Geld begann man 1979 einen Mikrocomputer zu entwickeln. Hierzu gründet man wiederum eine Tochterfirma, das war dann Acorn. Die Firma CPU machte weiterhin diese Steuergeräte für Geldspielapparaten und Acorn baute Computer. Dazu hat man von der Uni in Cambridge eine Entwicklerin bekommen, Sophie Wilson, damals als Student, war richtig männlich Student und später Sophie Wilson rausgeworden und war genialer Techniker. Der erste Computer von Acorn war der Acorn 75, später umbenannt in Acorn System One. Entwickelt wurde dieser Rechner von Sophie Wilson. Ja, das ist also ähnlich wie andere Einplatinenrechner aus der Zeit, den AIM 65 zum Beispiel von MOS Technology. Und der konnte nachgerüstet werden, eine richtige Tastatur, Datenspeicher, Monitor und so weiter. System 2 wurde komplett schon verkauft mit Tastatur, Monitor und Basic-Interpreter. Und System 3 hatte dann auch schon ein Diskettenlaufwerk eingebaut. 1979 begann bei Science of Cambridge, also Sinclairs Firma, die Entwicklung des ZX80. Sinclair Radionics, die alte Firma, war dann schon in der Abwicklung. Clive Sinclair ist also glimpflich davongekommen und hatte dann auch angefangen, Homecomputer zu bauen. Curry hat davon erfahren, dass sein Ex-Chef jetzt auch Homecomputer trotzdem bauen will und hat deswegen den ersten Heimcomputer von Acorn gebaut, den Acorn One. Den Atom hier. Der Atom hatte schon 2K RAM und 8 KB ROM und konnte aufgerüstet werden auf 8 KB RAM und 12 KB ROM. Und er hatte schon einen ganz neuen Basic-Dialekt, weil Wilson mit keinem der damals verfügbaren Dialekte einverstanden war und hatte was Besseres entwickelt. Advanced Basic hieß das damals noch. Außen war dieser Rechner schon netzwerkfähig. Das Econet wurde von Acorn bis in die 90er Jahre noch verwendet. Kurz nach der Veröffentlichung des Atom hatte man schon überlegt, dass man eigentlich einen 16-Computer bräuchte, weil 8-Bit keine lange Zukunft mehr haben wird. Man war mit keinem der Prozessoren wirklich zufrieden, die damals auf dem Markt waren. Das waren Motorola 68000er, Intel 8088 zum Beispiel. Hatte man einfach einen neuen Computer ausgedacht, den Proton, der nach wie vor einen 6502 haben sollte, also 8-Bit, aber sollte stark erweiterbar sein. Der wichtigste Zusatz war die sogenannte Tube. Das war ein Kanal für einen zweiten Prozessor, wo man dann auf dieser Basis dann halt einen neuen Rechner dann entwickeln wollte. Und der alte konnte halt nachgerüstet werden mit dieser Karte. Es kam tatsächlich auch raus, ein Z80-Prozessor dafür, für CPR-Programme und später auch den 186 von Intel. Damit konnte man sogar einen SDOS drauf laufen lassen. Das war der dann. Und 1982 plante die BBC da eine neue Fernsehserie über Computer und suchte dafür einen Rechner, der diesen durch die Sendung führen sollte. Im Wettbewerb hatte sich letztendlich dann dieser Computer, der Proton, durchgesetzt gegenüber dem ZX83 von Sinclair, der später Spectrum genannt wurde. Und der Proton ist in die Geschichte eingegangen als BBC-Computer, weil der halt von der BBC-Fernsehserie genetzt worden ist. Er kam in 2 Modellen auf den Markt, Modell A mit 16 KB RAM für 235 Pfund und Modell B mit 32 KB RAM für 335. Den Preis konnte man leider nicht halten, musste ihn sofort anheben. Nicht unbedingt günstig, aber ging nicht anders. Die Reihe war jedenfalls sehr erfolgreich und der Computer wurde in verschiedenen Varianten gebaut, von 82 bis 1994. Verkauft wurden 1,5 Millionen Stück, davon fast alle in Großbritannien und Irland. Außerdem welche in Kanada, Australien, Neuseeland und kurze Zeit auch in USA, Mexiko. Und nur wenige haben den Weg nach Deutschland gefunden.
Außerdem wegen des hohen Preises im Vergleich zur Konkurrenz wurden fast alle eingesetzt in Schulen und in Firmen. Privathaushalten hatte da nicht wenig Fuß fassen können. Ja, das ist so ein Klassenzimmer, haben die nachgestellt im Bletchley Park im Home Computer Museum. Alles mit AECOM-Computern. Jedenfalls hat AECOM trotzdem Riesengewinne gemacht und der Umsatz ist gestiegen von 3.000 Pfund im ersten Jahr auf 8,6 Millionen im Jahr 1983 schon. Man ist an die Börse gegangen und hatte sofort einen Börsenwert im ersten Jahr schon von 135 Millionen Pfund. Ja, das Besonderheit war halt dieser Basic-Dialekt davon, wie ich schon sagte, wurde auch umbenannt in BBC Basic und er hatte bis heute überlebt. Gibt es jetzt in verschiedenen Varianten auch für Windows, Linux-Computer und Mac-OS-Rechner. Und halt natürlich bis heute im RISC-OS enthalten. Man dachte natürlich auch weiter jetzt an die Entwicklung des Computers und hat mit verschiedenen 16-Bit-Prozessoren experimentiert im BBC-Computer. Stellte sich heraus, dass der Interrupt des Motorola 68000ers, den man aus dem zum Beispiel Amiga oder Macintosh kennt, zu langsam ist für den BBC. Wobei der alte 6502 das gut geschafft hat. Also war man mit keinem 16-Bit-Prozessor wirklich zufrieden. Und zu dieser Zeit haben die davon gelesen, dass Studenten in Berkeley das RISC-Projekt gestartet haben. RISC bedeutet Reduced Instruction Set Computer, also Computer mit reduziertem Befehlssatz. Der RISC-Befehlssatz verzichtet auf komplexe Befehle, insbesondere solche, die Speicherzugriffe, also langsam mit arithmetischen Operationen, schnell kombinieren. Dadurch lassen sich die Stufen der Prozessor-Pipeline gut balancieren. Die Stufen werden kürzer, die Pipeline lässt sich schneller takten und sie ist besser ausgelastet, da weniger Blockaden auftreten. Diese Eigenschaften ergeben große Effizienzgewinne und einfache Befehle lassen sich darüber hinaus einfacher kodieren als bei CIS-Architekturen, was den Dekodieraufwand damit die Pipeline-Latenz weiter verringert. Zudem kam ein RISC-Prozessor mit erheblich weniger Elementen aus, also rein technisch jetzt, wodurch erheblich preiswerter produziert werden konnte. Gleichzeitig konnte die Geschwindigkeit erheblich gesteigert werden. Ja, und AECOM-Mitarbeiter Steve Ferber und Sophie Wilson unternahmen eine Reise zu WDC in Phoenix und schauten sich die Entwicklungslabore an. Dabei stellten sie fest, dass der Aufwand geringer war, als sie dachten, und dass man eigentlich selber einen eigenen Prozess entwickeln kann. Und man nahm die Entwicklung des streng geheimen RISC-CPU auf in England. Ja, in der Zeit lief natürlich der Verkauf weiter der bisherigen 8-Bit-Rechner und der 8-Computer-Markt war damals schon ziemlich in der Krise, was AECOM auch in finanzielle Bedrängnis brachte. Zum Beispiel Sinclair wurde verkauft an die Firma Amstrad, die hatten das nicht überlebt. Commodore war hier auf dem Kontinent sowieso schon Marktführer zu der Zeit und in England rein preislich ein harter Gegner für AECOM. Und somit musste AECOM viele Anteile verkaufen. Bis zum Ende des Jahres 85 hatten die 79% der Aktien verkauft an die Firma Olivetti, die dann praktisch das Sagen hatten bei AECOM. Es wurde weiterhin der BBC verkauft, der wurde erweitert als BBC Master mit einer noch schnelleren CPU mit 128 Kilobyte RAM. Und die Tastatur hatte ein numerisches Testenfeld, ein neuer Basic wurde weiterentwickelt, Programme wurden mitzugefügt, es gab ein neues Filesystem für Disketten und für Festplatten, das bis heute bei RISC-OS im Einsatz ist, ADFS. Und er wurde dann für vergleichsweise geringe 500 Pfund verkauft, dieses tolle System der BBC Master. Ja, und dann in der Zeit lief dann die Entwicklung weiter des Geheimprojektes der AECOM RISC Machine, kurz ARM. Das war die ursprüngliche Bedeutung, AECOM RISC Machine. Das ist hier der ARM-Prozessor, davor das Bild war hier zu schnell. Das war halt Entwicklungsgerät von dem ARM-Prozessor, wo die einfach ARM entwickelt wurde, auf dem BBC Master, als Steckkarte für den BBC Master. Die ARM-CPU hatte AECOM bei der Firma VLSI herstellen lassen und AECOM-Mitbegründer Hermann Hauser hat inzwischen seine eigene neue Firma gegründet, ActiveBook. Man plante die Entwicklung mobiler Handheld-Computer mit Touchscreen. Das war wie seit den 80er Jahren. Auch für diese Geräte erschien der ARM-Prozessor aufgrund seines Preises, der geringen Größe und dem außerordentlich niedrigen Stromverbrauch als besonders geeignet. Auch bei Apple ist man auf ARM aufmerksam geworden und es wurde ein Apple II-Nachfolger, nicht Macintosh, Apple II-Nachfolger gesucht, der auf einer ARM-CPU laufen sollte.
Dieses Projekt Möbius genannt ist nie zu einem serienreifen Produkt entwickelt worden, aber hat dazu beigetragen, dass Acorn und Apple zusammen eine Firma gründeten, die ARM Holding. Und ARM stand dann jetzt die Abkürzung für, oder steht bis heute für Advanced RISC Machine. Apple hat damals die ARM-CPU wirklich verwendet, im Newton, kennt man vielleicht noch diesen kleinen Touchcomputer. Und hier hat man, also bis Ende der 90er Jahre wurden die Geräte so gebaut. Als Steve Jobs den Laden übernommen hat, hat Apple dann leider die Geräte eingestellt und hatte ARM erstmal völlig verkauft, die Anteile, und später wahrscheinlich bereut, weil iPod, iPad, iPhone haben alle wieder ARM-Prozessoren drin. Ein paar Jahre später. Jedenfalls auch andere Firmen haben dann ihr Interesse entdeckt an der ARM-Architektur und es wurden mehr Geräte mitgebaut, also SAT-Receiver, Laserdrucker, Router, alle möglichen Geräte haben heute ARM-CPUs, weil sie halt klein sind, preiswert, stromsparend. Nur im Desktop-Bereich, da ist der Marktanteil auf nahe Null gesunken. Acorn selber hatte Computer gebaut und dazu kommen wir jetzt. Acorn hatte auf Basis der ARM-CPU 1987 den Acorn Archimedes gebaut. Der Archimedes kam in drei Varianten auf den Markt 1987, in verschiedenen Ausbaustufen, eigentlich das gleiche Gerät, das ist hier der 305. Und war damit eigentlich ein bisschen spät dran, weil 87 gab es schon den Macintosh, es gab den Amiga, den Atari ST, PC sowieso, obwohl im grafischen Bereich der ST noch nicht so die Rolle hatte. Diese Computer wurden dann noch gebaut bis 1998 und wo dann sich nicht, gar nicht mehr lohnte und Acorn die Produktion ganz eingestellt hat. Nicht dieses Gerät natürlich, sondern Nachfolger. Ja, Acorn hatte sehr große Pläne mit diesem Gerät. Der Archimedes war wesentlich schneller als die Konkurrenz von 1987. Er war sehr gut erweiterbar und man wollte ein erstklassiges Betriebssystem bieten und dachte an eine eigene Unix-Variante, ARX genannt. Da man aber schnellstens den Vorsprung der Konkurrenz aufholen wollte, hatte man keine Zeit, das zu entwickeln und hatte deswegen einfach das alte DOS des BBC-Rechners portiert und eine grafische Oberfläche in BASIC geschrieben. Im BBC BASIC wurde die Oberfläche geschrieben. Arthur hieß das Betriebssystem. Und später stellte sich heraus, die Weiterentwicklung von Unix hat auf den einfachen ersten Maschinen gar keinen Sinn gehabt. Man hat es eingestellt und hatte sich auf Arthur konzentriert. Somit kamen die ersten Geräte wirklich damit in den Handel und eine zweite Version, Arthur 2.0, wurde dann umbenannt in RISC OS. Also RISC OS ist eigentlich das alte BBC-DOS-System mit inzwischen natürlich nicht mehr in BASIC geschriebener Oberfläche. Und manchmal sind Provisorien besser, als man ursprünglich dachte. Ja, das sah dann schon nach kurzer Zeit so aus, RISC OS. Das ist die Version 3.1, wie sie nun zum Beispiel mit dem 3000er oder verkauft worden ist, Ende der 80er Jahre. Und konnte auch nachgerüstet werden für alle älteren Maschinen, weil das RISC OS war ja nicht auf Disketten oder auf Festplatte, sondern im ROM. Es wurden, wenn man Betriebssystem upgraden wollte, musste man immer die vier ROM-Chips rausziehen und neue reinstecken und dann hatte man das fest in der Hardware. Mit dem Vorteil, dass man beim Einschalten sofort die GUI komplett geladen zur Verfügung hatte. Ich habe eine alte 64er gefunden von 1990, wo der hier beworben wurde in Deutschland, der Acorn 3000. Sah aus wie ein Amiga 500 ungefähr, Tastaturcomputer, und hat damals hier in Deutschland gekostet 2500 Mark. War also nicht wirklich eine Konkurrenz. Der Amiga 500 war damals bei ungefähr 500, 600 Mark, Atari ST noch billiger und man sieht sie auch heute nicht hier in Deutschland. Jedenfalls in England war der nach wie vor gut verbreitet, in Schulen wurde er nach wie vor eingesetzt, weil das BBC Basic ist das gleiche geblieben wie bei den alten 8-Bit-Computern und es konnte die Software weiterverwendet werden und weiterentwickelt werden, was für die Schulen natürlich vernünftiger als alles wegzuschmeißen und komplett neu zu kaufen. Ja, Spiele gab es dafür auch. Der 3010 kam raus als einziges Modell auch mit Joysticks für den Heimbereich. Ist leider auch mehr oder weniger gefloppt, muss man sagen, hier zumindest. Ja, obwohl es einige schöne Spiele gab, die auch wirklich von den 3D-Fähigkeiten guten Gebrauch machen, die den für damalige Zeiten schnellen Prozessor gut ausnutzen. Kann ich gleich ein kleines Video zeigen am Ende.
Ja, und 1994 hatte dann Acorn mit dem Amiga, mit dem Acorn 4000 die Archimedes-Reihe erstmal beendet und hatte einen Nachfolger gebaut, den RISC-PC. Ähnlich wie man es auch vielleicht vom Amiga kennt, der verbreiteter war in Deutschland, hatte auch der Archimedes Custom Chips. Die sind natürlich irgendwann in technischen Grenzen gestoßen, Erweiterung machte keinen Sinn mehr und man brauchte einen technischen Nachfolger, um wirklich mithalten können mit der Geschwindigkeit. Und deswegen hat man halt das ganze Architektur überarbeitet. Und das ist dann der RISC-PC und hieß dann nicht mal Archimedes, weil es halt andere Hardware war. Ja, die Prozessoren wurden natürlich auch weiterentwickelt. Es gab nachher auch schon schnellere Prozessoren mit bis zu 200 Megahertz zu der Zeit. Und auch die anderen Firmen haben inzwischen die RISC-Architektur entdeckt. Apple ist zu der gleichen Zeit umgestiegen auf die Power-PC-Prozessoren. Commodore hat es nicht mehr geschafft, weil die vorher pleite gegangen sind. Die Nachfolger des Amiga hatten nachher sehr wohl Power-PC-Prozessoren bis heute. Und selbst Intel hat inzwischen die Architektur ja angepasst. Ist zwar CISC-Prozessoren noch, aber die haben nicht das Beste aus beiden Welten übernommen und konnten sich so halten auf dem Markt bis heute. Ja, Microsoft hatte damals auch ganz optimistisch das Windows NT 4.0 angepasst auf verschiedene RISC-Prozessoren, darunter auch den PowerPC, den MIPS und DC Alpha, was es damals alles so gab und teilweise heute ja noch gibt. Ja, 1995 erschien der schnellere ARM7 mit 203 bis 300 MHz. Betriebssystem war der Version 3,5 angekommen und damit waren die wieder halbwegs aufgeschlossen mit der Konkurrenz. Im Desktop-Bereich hatte trotzdem gerade der Intel-PC die anderen weit hinter sich gelassen. Acorn spielte kaum eine Bedeutung. Macintosh war auch kurz vorm Ende zu der Zeit. Amiga war weg, Atari war weg. Es gab eine Steckkarte noch für die RISC-PC, um damit drauf Windows laufen zu lassen. Da war dann 486er mit drauf. Aber das konnte auch nichts mehr helfen. Für Schulen gab es noch dann den kleineren Acorn A7000 mit 32 MHz, wo man die alte Software drauf laufen konnte. 1998 wurden dann große Pläne für ein RISC-PC 2, sogenannte FEP. Ja, das war der RISC-PC. Die FEP wurde dann eingestellt, wurde dann gar nicht mehr öffentlich, weil die angeblich nur noch 300 Vorbestellungen gehabt hatten, als die vorgestellt worden ist. Und das hat sich dann gar nicht mehr gelohnt, das auf den Markt zu bringen. Acorn hat dann sich auch umbenannt in Element 14, im chemischen Symbol für Silikon. Und man wollte mehr Set-Top-Boxen für Fernseher entwickeln und ähnliche Sachen. Ja, Element 14 ist dann aus dem Blickfeld der normalen User verschwunden, hat man nicht davon gehört eigentlich. Ist eine Tochterfirma von ursprünglich Olivetti gewesen, ein paar Mal verkauft und sind jetzt wieder aufgetaucht vor 2 Jahren mit dieser Hardware, dem Raspberry Pi. Das waren viele Entwickler ehemals von Acorn, die auch bei Element 14 untergekommen sind, die Nachfolger, und heute verkauft unter anderem auch Element 14 diesen Raspberry Pi. Einer von den großen Händlern. Ja, und die haben natürlich auch, das war auch Nachfolger gedacht von dem alten BBC, deswegen auch die Typen A und B, das war diese Anlehnung an den alten BBC-Computer. Es gab, bevor es dafür Linux gab und RISC-OS, gab es dafür schon dieses Brandy Basic, Nachfolger von BBC Basic. Und das sollte auch für Schulen entwickelt werden, weil es halt sehr preiswert war und man darauf selber lernen, programmieren und entwickeln lernen kann. Ja, gleichzeitig die RISC-OS-User, wie das so ist, die haben natürlich die alten Computer nicht liegen lassen, die Fans, und sind dabei geblieben. Und es gab ja auch noch gewisse Nachfrage, vor allen Dingen im Bildungsbereich. Die Firma Castle Technologies, die hatte die Rechte am A7000 gekauft und hatte diesen billigen Acorn-kompatiblen Rechner für Schulen weitergebaut. RISC-OS selber wurde von Element 14 an die Firma Pace verkauft, die damit SAT-Receiver ausgestattet haben. Da wurde die GUI dann versteckt und das System war aber dafür, weil es halt schnell geladen ist, gut geeignet. Und wurde dann weiterentwickelt von Pace. 1999 wurde die Firma RISC-OS Limited neu gegründet. Die hat eine Lizenz erworben von Pace und hatte das System weiterentwickelt für den bestehenden Markt, um die Leute mit neuen Betriebssystemversionen versorgen zu können, die natürlich danach gehungert haben. Es gab neue ROM-Versionen bis hin zu einem ROM 4.02. Danach kam man auf die Idee, man könnte besser umstellen auf Software-Updates, weil alle Rechner heutzutage eine Festplatte haben. Und die ROM-Wechselerei ist auch lästig gewesen. Verkauft wurden von diesen ROMs angeblich nur 6.400 Stück.
kann man sich vorstellen, wie groß der Markt noch war, so nach der Jahrtausendwende. Und das Problem war, inzwischen sind die ARM-Prozessoren 32-Bit. Die ursprünglichen Archimedes hatten nur 26-Bit von der Adressierung her. Es musste also ein Patch geschrieben werden, der die Adressierung umleitet, damit es da keine Adresskonflikte gibt. Das hatten die diesem RISC-OS von RISC-OS Limited auch drin schon eingebaut. 2006 ist der A9 Home von der Firma Advantage 6 erschienen. Neuer Computer auf Basis eines ARM9-Prozessors von Samsung. 128 MB RAM, 140 GB Festplatte. War also leistungsmäßig weit hinter modernen PCs hinterher zu der Zeit, aber preislich deutlich überhalb. Und das hat also der Firma auch keinen großen Aufschub mehr gegeben. Das hat also dieses RISC-OS von RISC-OS Limited verwendet. Hat also keinen großen Erfolg mehr gehabt. Seit 2009 kam kein Update mehr. Anfang dieses Jahres wurde die Firma verkauft an die Firma Virtual Acorn. Die vertreiben Emulatoren für Windows und macOS mit RISC-OS darauf. Die Firma Castle hatte 2002 den Acorn-Klon Ionix auf den Markt gebracht und hatte dafür RISC-OS 5 entwickelt. Das basierte auf dem alten RISC-OS 3.7, davon hatte man auch eine Lizenz noch gehabt. Man wollte jetzt das Geld sparen, bei RISC-OS Limited das neue System zu lizenzieren, hat einfach das alte selber weiterentwickelt. Damit war das System in zwei Versionen gab es dann, RISC-OS 5 und RISC-OS 4, die nicht ja, miteinander und teilweise kompatibel waren, nur für alte Software und neue halt nur bedingt. Das hat natürlich auch nicht gerade beigetragen, den Markt wieder wachsen zu lassen. 2006 wurde dann als Joint Venture mit Castle die Firma RISC-OS Open Limited gegründet, RULE abgekürzt, und die hatten sich so aufgemacht, den Source Code von RISC-OS öffentlich zu machen. Hierdurch sollte RISC-OS als Plattform gerettet werden. Unterstützt wurde RULE durch ehemalige Mitarbeiter von PACE, die zuvor schon für Acorn arbeiteten, und dadurch haben die von Anfang an viele Fans auf ihre Seite gezogen. Wiedervereinigungen mit RISC-OS Limited sind allerdings damals gescheitert. Und 2009 gelang ein Durchbruch, mit dem RISC-OS 5 auf dem Beagleboard, zur Technik komme ich ja gleich, portiert worden ist. Das Beagleboard ist von Texas Instruments entwickelt und in Umlauf gebracht worden. Das nackte Motherboard hat inklusive Versand und Zoll hier in Deutschland ungefähr 150 Euro gekostet, vor 3 Jahren. Also zum ersten Mal konnte sich jeder überhaupt einen RISC-OS Computer leisten, muss man so sagen. Vorher waren hier für viele Leute schon am Geld gescheitert. Und dadurch konnte das weitere Schrumpfen des RISC-OS-Marktes ein bisschen gebremst werden. Vor allem seit die 26-Bit-Emulation, Emulor Pro heißt die, dafür verfügbar ist, ist das Beagleboard ein Ersatz eigentlich für die alten Acorn-Rechner und auch Ionix und was sonst an kompatiblen Rechnern gegeben hat. Inzwischen ist das auch an die technisch ähnlichen Panda-Boards, das ist etwas schneller, und an die Spielekonsole Pandora portiert worden. Das ist verwandte Hardware. Und die große Wende für RISC-OS, wenn man von großer Wende sprechen kann, die kam erst Ende letzten Jahres, als die Anpassung an das Raspberry Pi gelungen ist. Für das Raspberry Pi gibt es inzwischen ein Komplettpaket mit Software, direkt bei RULE, und es gibt mit Emulor Pro auch dazwischen jetzt Emulation für die alte 26-Bit-Hardware, sodass man jetzt für 35 Euro einen Ersatz bekommt für seinen alten Acorn-Rechner oder Ionix-Rechner. Und die Entwicklungsgeschwindigkeit hat halt rasant zugenommen, seit diese Portierungen gestanden sind. Merkt man in den Foren an Zugriffszahlen. Besucherbörsen haben deutlich mehr Besucher gehabt, jetzt in Wakefield zuletzt, dieses Jahr im April. Ja, damit kommen wir jetzt dazu, warum machen das überhaupt Leute? Was ist an RISC-OS so toll? Wir haben gerade gehört, das ist ja nur eigentlich, die Wurzeln hat es in BBC, Micros, den 8-Bit-Computern. Ja, und die große Stärke des RISC-OS ist das BBC Basic. BBC Basic ist schnell, trotz Interpretersprache, es ist sehr leistungsfähig und sogar sehr alte BBC Basic Programme können mit nur geringen Änderungen, zum Beispiel wegen nicht unterstützten Bildschirmauflösungen, bis heute noch ausgeführt werden oder mit geringen Änderungen. BBC Basic ist inzwischen plattformübergreifend, das gibt es auch für Windows, macOS, Linux, sodass man auch entwickeln kann. Ja, und auch wenn man natürlich Programmierer die Nase rümpfen bei Basic, es ist einsteigerfreundlich und einfach. Und deswegen immer noch recht beliebt. Seit 30 Jahren tot gesagt, immer noch da. Die grafische Nutzeroberfläche, RISC-OS-User sprechen da auch von WIMP, Windows Icons Menus Pointer von RISC-OS, war neu entwickelt und von Anfang an gut durchdacht.
So macht kaum ein anderes System derart konsequent Gebrauch von Drag and Drop. Für Neueinsteiger ist dies ein bisschen ungewohnt, also wenn man von Windows kommt vor allen Dingen. Wenn ich jetzt die Menüspunkte öffnen und speichern suche, zum Beispiel. Man kann einfach das Icon auf das Programm ziehen, auf den Zielort ziehen, wo ich es haben will. Wenn ich zum Beispiel eine ZIP-Datei entpacken will, dann klicke ich sie einfach an. Der Entpacker wird gestartet und ich ziehe das Icon aus dem Ordner, der angezeigt wird, auf den Zielort, wo ich es haben will. Ja, und auch interessant, was man von anderen Rechnern nicht in der Form so kennt, ist diese Drei-Tasten-Maus, die man dafür zwingend benötigt. Die linke Maustaste ist eigentlich wie bei den anderen Systemen auch. Select nennt man sie unter RISC-OS. Die mittlere Taste nennt sich Menu. Sie wird ähnlich benutzt wie die rechte Maustaste am PC. Und die rechte Maustaste, Adjust, die gibt weitere Menüpunkte und weitere Optionen zu einzelnen Programmen. Zum Beispiel, wenn ich das RISC-OS-Logo, da unten, da diese kleine Himbeere in diesem Fall, anklicke, wenn ich mit links anzeige, sehe ich, welche Anwendung wie viel Speicher verbraucht. Ich kann auch manuell dann bei der Gelegenheit Speicher dann zuteilen zu verschiedenen Anwendungen, mehr oder weniger Speicher, alles grafisch mit der Maus. Wenn ich dann mit der rechten Maustaste draufklicke, kriege ich dort Menüpunkte zur Fileinstellung des Systems, Konfigurationsmenüs und auch ein Shutdown-Menü, um den Rechner runterzufahren. Ja, dieses RISC-OS 5 besonders hat jetzt noch ein paar Nachteile, dass aus dem ursprünglich hatte der Rechner nur kooperatives Multitasking, das ist zwar stark verbessert, aber kein präemptives Multitasking, wie wir es von der Windows NT bis heute kennen oder andere Systeme wie Amiga OS zum Beispiel, Mac OS 10. Während das RISC-OS 4 das hatte, das ja inzwischen leider mehr oder weniger untergegangen ist. Und es ist natürlich ein reines Single-User-System, was bei diesen Anwendungen natürlich auch völlig egal ist, bei diesen langsamen kleinen Rechnern. Anderer Nachteil ist dann höchstens vielleicht noch die Fremdartigkeit, wenn man es so als nicht kennt. Zum Beispiel hat das Dateisystem ist völlig anders. Wenn ich eine Datei identifizieren will, werden keine Dateiänderungen zugefügt, wie andere Systeme das haben, sondern Metadateien. Also wenn ich jetzt eine Textdatei habe, setze ich bei Windows hinten an oder DOS.txt. Das gibt es hier nicht. Da wird eine extra Datei angelegt, eine dreistellige Hexadezimalzahl und da ist eine Codetabelle hinterlegt, worum es sich dabei handelt. Also eine Textdatei könnte ich jetzt hinterlegen als AF7, Hexadezimal, das wäre dann eine Hilfsdatei oder AF8 wäre eine First Word Plus Datei, das ist eine alte Textverarbeitung. Wenn ich diese Dateien zu einem anderen Rechner transportieren will, muss ich eine Anwendung hinzufügen. Und umgekehrt natürlich auch, wenn ich jetzt von einem anderen Rechner auf den RISC-OS was kriegen will. Und jetzt kommt schon das erste Problem. Der Punkt, der normalerweise verwendet wird, um die Dateiänderung anzuzeigen, ist bei RISC-OS der Kennzeichnung für Unterordner. Ich muss also jetzt bei der Portierung auf ein DOS-File-System jetzt ändern hier vom Punkt auf den Slash und umgekehrt. Das ist also ganz anders, das File-System, wenn es so anguckt. Also wenn ich jetzt angucke, hier im DOS-Modus wird sich angezeigt, die Festplatte hier als ADFS, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Harddisk 4, Punkt, Dollar, das ist das Wurzelverzeichnis der Festplatte mit dem Namen Harddisk 4 und dem Filesystem ADFS. Ja, Altersschwäche von ADFS ist noch keine Dateigrößen über 2 GB, aber glücklicherweise kann man auch auf andere Dateisysteme zurückgreifen. Das ganze System ist ganz konzeptionell auf Dateien angelegt. Programme lege ich normalerweise in speziellen Programmordnern an, welche mit einem Ausrufezeichen, ausgesprochen Pling, abgelegt werden. Wenn ich so ein Ordnerverzeichnis anklicke, wird die Anwendung gestartet, nicht der Ordner geöffnet. Um den Ordner zu öffnen, müsste man die Shift-Taste gedrückt halten, wenn man jetzt darin was verändern will zum Beispiel. Um in den DOS-Modus zu kommen, reicht es, die Taste F12 zu drücken, beziehungsweise mit Ctrl F12 am Eingabefenster zu bekommen. Zurück komme ich mit dem Befehl Desktop. Ich kann ja leicht den anschließen hier, der ist ja schon eingeschaltet, dann kann man sich das angucken, das System. Traditionell war das System im ROM angelegt, das hat man jetzt zum Glück nicht mehr gemacht. Das aktuelle System 5.1.9. Und das aktuelle System 5.1.9 läuft auf alten Rechnern auch, auf zum Beispiel den A7000, ab dem ROM eingebaut 3.7 kann ich auch ein neues System darauf von Festplatte nachladen. Die Firma ARM Holding PLC, die ARM-Prozessor baut, den ging es natürlich wesentlich besser als Acorn, gibt es bis heute. Und die ARM-CPUs, die werden von allen möglichen Firmen heute gebaut.
Der Marktanteil lag laut Heise News letzte Woche, haben die Meldung gebracht, dann von Moment. Ja, Qualcomm und Samsung sind die beiden größten Hersteller von ARM-CPUs mit Marktanteilen von 9,4 bzw. 8,2%. AMD hingegen steht bei 6,4% bei den Prozessoren. Intel steht natürlich noch bei 65,3%, wobei man natürlich und hat 1% verloren. Wobei man nicht vergessen darf, Intel baut ja auch ARM-CPUs unter anderem. Die sind also mit in dieser Zahl drin. AMD hat verloren 21% im letzten Jahr, während Qualcomm und Samsung 28 bzw. 78% zugelegt haben. Wobei Samsung die CPUs ja auch an Apple liefert. Scheinbar der Konkurrent auf dem Markt, aber eigentlich kommen die CPUs auch von Samsung. Ja, was ist eine ARM-CPU? Das ist ein 32-Bit-Prozessor mit sehr effizientem und kleinem Befehlssatz, wie schon gesagt. Der Prozessor kann sowohl Little als auch Big Endian, was eine Portierung vereinfacht. Ich bin jetzt kein Programmierer und rede mich jetzt nicht im Kopf und Kragen. Durch seine Einfachheit lässt sich ARM sehr gut in ASIC-Schaltungen, früher sagte man Custom-Chips, verwenden, also integrierte Schaltungen, die mehrere Funktionen gleichzeitig beinhalten. Bis hin zu kompletten Systemen, einem Chip, was halt der Standard ist bei ARM. Dadurch kann man auch so einen kompletten ARM-Computer praktisch in ein Handy einbauen, weil das ganze System ein Rechner ist. Das kann man auch hier sehr gut sehen. Das ist das Beagleboard. Ja, ich zeige hier den Raspberry Pi. In der Mitte sieht man hier die ARM-CPU zentral. Das ist eigentlich der ganze Computer. Der Rest ist zwar Ansteuerung. Man sieht den Ethernet-Controller, den dicken fetten Klotz rechts. Und daneben den Chip, der wird über USB angeschlossen, über den ARM-Controller, der macht alles über USB. Also anstelle von Festplatten und so weiter, schließen die USB an und alles daran. Ja, im Beagleboard ist der, auch so ein ähnlicher Chip drin, der ist noch ein bisschen mehr drauf, ist halt ein paar Jahre älter. Da sitzt ein ARM Cortex A8 drauf. Also die ARM-CPUs, die werden in verschiedenen Familien eingeteilt. Es gibt also vom ARM erste Generation, ARM V1, bis zur ARM V8. Innerhalb dieser Generation haben die Prozessoren, je nach Einsatzzweck und Hersteller, wie da eigene Bezeichnungen. So war der ARM11-CPU eine CPU der sechsten Generation, ARM V6. Von heute sind am meisten verbreitet die siebte Generation, die auch wieder Unterteilung haben ARM V7-A, V7-M, V7-R und so weiter. Und in jeder dieser Untergruppen haben die CPUs wieder verschiedene Namen, wie Cortex M3, das ist ein V7-M-Generation, Cortex A8, A9, A15 und so weiter. Also verwirrende Prozessoren ist auch kein Privileg von Intel. Der Nachteil ist natürlich, dass man jetzt nicht auch beliebig das RISC-OS portieren kann auf andere Boards, weil man halt die ganze Hardware ringsherum beachten muss und die Generationen untereinander sind auch nicht unbedingt kompatibel. Deswegen kann ich nicht einfach jetzt das RISC-OS vom Raspberry Pi auf den Beagleboard umgekehrt drauf laufen lassen. Sind schon Anpassungen erforderlich. Ja, jedenfalls der Texas Instruments OMAP auf dem Beagleboard. Das ist ein Cortex A8 Prozessor, siebte Generation. Und der war als Entwicklerrechner gedacht. Heute ist die Hardware Open Source und wird von Beagleboard.org vertrieben mit verschiedenen anderen Unterrechnern. Das hier ist jetzt der XM, Beagleboard XM. Es gibt auch andere jetzt, kleinere und größere. Der Chip hat eine schnelle Video- und Audio-Enkodierung, unterstützt OpenGL ES2.0. Eingebundenes Controller für HDMI, USB, Ethernet ist über USB eingebunden. Hauptspeicher ist eine Micro-SD-Karte, wo das System drauf ist. Und ein USB-Stick für das ganze Betriebssystem, für alle anderen Programme. Dieser Rechner hat jetzt 512 MB und das reicht für RISC-OS noch immer mehr als genug aus, allein schon altersbedingt. Hier der Raspberry Pi, das ist noch der alte mit 256 MB, reicht auch mehr als satt aus. Ja, in dem Raspberry Pi, der Chip ist eine ARM V6K-Architektur, etwas älter. Der Broadcom BCM 2835 ist mit seinen 700 MHz theoretisch etwas langsamer als das Beagleboard, theoretisch. In der Praxis hat er wenigstens volle HDMI-Auflösung, hier volle HD-Auflösung und macht keinen Unterschied in der Benutzung. Der ist also, in der Praxis sieht man das nicht. Ja, RISC-OS ist wie gesagt erst vor kurzem noch angepasst worden. Ich glaube, seit Dezember offiziell verfügbar. Schon ein halbes Jahr früher gab es immer die Beta-Varianten an verschiedenen Stellen im Internet.
Und für 35 Euro hat man jetzt den kompletten Rechner praktisch. Braucht nur selber Tastatur anschließen, Maus, fertig. Ja, die neueste Generation wird die V8-Architektur sein von ARM. Die hat, ist dann 64-Bit schon. Ja, meinen Raspberry Pi hier habe ich jetzt ergänzt mit USB-Hub, Maus, Tastatur und Netzteil. Und diesem einfachen Gehäuse provisorisch aus Presspappe gemacht. Das System ist das offizielle RISC-OS von RaspberryPi.org und mit zusätzlichen Programmen, die man bei auch käuflich erwerben kann, dass man den auch vollständig nutzen kann. Das ganze System hätte dann weitaus weniger als 100 Euro gekostet und hat einen vollständig nutzbaren Computer, den ich jetzt auch gerne mal nicht anschlöpseln kann. War das der, ne? Ja. Oder schlechter vielleicht. Ja. Ja, hier kann man jetzt sehen, aktuellste Version hier, RISC-OS 5.1.9, so wie man es jetzt bekommen kann. Inzwischen hat man auch da diesen Plink-Store, nennen die das witzigerweise, zugefügt. Sieht man das unterste Icon oben. Das ist dann das Gegenteil zu den App-Stores, die man kriegen kann. Da kann man kommerziell oder kostenlos Software bekommen für RISC-OS. Das ist eine neue Idee, die sich jetzt vom Raspberry Pi Team sich ausgedacht haben, um das populärer zu machen und dass es sich weiter verbreitet. Browser ist auch mit drauf, NetSurf ist Webbrowser, seit neuestem in der Version 3.0, kann auch rudimentär JavaScript, sollte man leider immer noch abschalten, würde ich empfehlen. StrongNet Editor, ja, Packen zum Entpacken von Dateien ist drauf und hier unten unter Apps, ist immer schon vorgeliefert bei, da muss ich nochmal aufmachen. Ja, ganze Menge Programme, die schon ab Werk dabei sind. Das war auch schon immer so der Fall, dass da verschiedene Programme zum System gehörten, die im ROM mit eingebaut waren. Hier zum Beispiel Paint gehörte schon immer dazu, Kalkulator natürlich immer, so ein Taschenrechner. Maestro war auch schon immer dabei, so ein kleines Soundprogrammchen. Ja, so kann man sich das mal so ein bisschen vorstellen. Ja, es gibt in Deutschland auch eine interessante Acorn-Szene, nicht sehr groß, aber sehr nett und sehr aktiv. Das deutsche Acorn-Forum. Es gibt sogar ein deutsches RISC-OS-Magazin, die GAG News, steht für German Archimedes Group. Erscheint immer noch alle 2 Monate. Und interessanterweise, ausgerechnet in Deutschland, in England, wo der Schwerpunkt war, gibt es auch noch eine, sogar in Farbe gedruckt, die Archive. Aber kann sich Deutschland noch gut behaupten. Hier der zweite Rechner von mir, ja, das Spiegelboard. Wenn das jetzt nicht Aufwand macht, dann. Das sind diese Informationen. Ja, jetzt kommt was. Ich habe hier aber auch kein Bild. Jetzt kommt er. Ja, da sieht man das Innenleben von diesem Rechner. Man kann erkennen, unten, das ist der Akkupack, so fertig gekauft. Der liefert 5 Volt und 12 Volt als Ausgang der Akku unten, dieser Klotz. Hier ist kein Laserpointer oder so, ne? Rechts. Ja, unten rechts. Oben ist das Motherboard, das Spiegelboard. Und links dieser Netgear, das ist ein Netzwerkadapter, WLAN-Brücke. Das war mir jetzt einfacher, als einen USB-Stick dafür zu nehmen, weil man da sich über Treibbarkeit Gedanken machen muss. Das wird an der Ethernet-Buchse eingestöpselt und über den Browser konfiguriert. Und ist auch relativ empfindlich, hat eine große Reichweite.
Die benutze ich auch bei anderen Retro-Rechnern. Ist auch sehr gute Sache bei alten Amiga zum Beispiel. Alles, wo man noch keiner an WLAN gedacht hat. Das, wie gesagt, der Transformer unten, der Akku liefert 12 Volt und 5 Volt. Der Spiegelboard hat 5 Volt. Ist ja alles USB, reicht aus. Aber der Monitor im oberen Teil hier, der braucht natürlich 12 Volt. Und dort ist das Controllerboard für den Monitor. Da drauf ist sogar, war ich überrascht, hat mich nicht in der Beschreibung, ein Verstärker. Und ich konnte noch einen Lautsprecher nachrüsten. Deswegen dieser komische goldene Fleck da drauf. Dahinter ist ein kleiner Lautsprecher verborgen, der so ursprünglich gar nicht geplant war in der Version. Und einen größeren TFT habe ich nur aus Kostengründen nicht genommen. Wie man sieht, macht er natürlich auch höhere Auflösungen, hat man im Raspberry Pi gesehen. Ja, sonst, wenn jemand Rechner ausprobieren will oder noch genaue Fragen dazu hat, steht ganz offen, kann dann gerne Näheres dazu erläutern zu den beiden Systemen. Okay, ja, vielen Dank.